Ja, hallo zusammen. Tag 3 der Tour. Ich bin jetzt wieder in Gutenstein und werde jetzt erstmal Richtung Sigmaringen laufen. Bis nach Sigmaringen sind es jetzt noch 11,5 Kilometer. Und vielleicht könnt ihr sehen oder auch hören, es ist ganz schön windig, aber trotzdem tolles Wetter. Ja, und direkt vom Parkplatz geht es dann direkt bergauf. Es ist jetzt auch schon Mittag, weil ich habe einen Tag Pause gemacht und bin dann heute wieder hierher gefahren. Und darum weiß ich auch noch nicht genau, wie weit ich heute laufe. Also bis Sigmaringen auf jeden Fall. Und dann werde ich sehen, wie spät es ist und wie viel Lust ich dann noch habe. Aber morgen geht es dann wieder richtig los. Da bin ich dann wieder früh wach. Und vielleicht kann ich dann noch mal ein paar Kilometer mehr laufen, weil die nächsten Etappen sind nicht so schwer und haben auch nicht so viele Höhenmeter. Hier lässt es sich gut laufen, schöner weicher Boden und auch nicht so steil. Da oben kann man schon einen Aussichtspunkt sehen. Ich denke mal, dass es da gleich hingeht. Es sind aber noch ein paar Meter nach oben. Ich hatte mir auch extra den Sonntag dann freigenommen, weil es war am Samstag schon so voll gewesen. Viele Wanderer, Spaziergänger, vor allem Motorradfahrer. Darum habe ich gedacht, am Sonntag ist bestimmt noch mehr los. Mache ich dann halt einen Tag Pause. Die hat mir auch ganz gut getan. So, hier ist der erste Aussichtspunkt. Ich bin aber noch nicht ganz oben. Kann man wieder sehen, wie schön die Donau sich durchs Tal schlängelt. Hier oben kommt dann auch gleich die erste Hütte. Ja, leider wird dann auch der ganze Müll hier oben gelassen. Wahrscheinlich trifft man sich dann abends. Das waren jetzt ungefähr nur 800 Meter bis hier oben. Vom Dorf unten. Ansonsten eine schöne Hütte. Man kann alles ringsrum zumachen. Die Tür kann man schließen, das Fenster kann man schließen. Von der anderen Seite das Fenster kann man auch schließen. Ist man also gut geschützt da drin. Hier gibt es dann auch noch mal eine Feuerstelle, schöne Sitzbänke. Das war jetzt übrigens die Teufelslochhütte. Ja, nun geht es wieder leicht bergab. Das war jetzt hier auch schon der höchste Punkt der Etappe und auch die längste Steigung. Hier ist es auch gerade wieder sehr schön. Ja, zwischen Beuron und Sigmaringen, da fährt eine Buslinie und hier ist eigentlich fast jeder Ort, hat hier eine Bushaltestelle. Man muss nur halt rechtzeitig schauen, wann die fahren. Am Wochenende fahren da nicht so viele.
Und man muss auch rechtzeitig da sein, also am besten immer 5 Minuten oder besser noch 10 Minuten früher. Weil wenn einige Haltestellen nicht angefahren werden, dann kann es schon mal sein, dass der Bus schneller ist und der fährt dann weiter. Also der wartet jetzt nicht, bis die Uhrzeit ran ist, sondern der fährt dann weiter. Wenn man ein paar Minuten zu spät kommt oder auch pünktlich ist, dann ist der Bus weg. Habe ich schon erlebt. Und dann konnte ich 1,5 Stunden warten. Ja, heute habe ich mein Auto direkt in Sigmaringen gefahren, geparkt und bin dann mit dem Bus nach Gutenstein gefahren. Falls ich dann doch noch weiterlaufen sollte, dann gibt es zwischen Sigmaringen und Gammertingen eine Bahnlinie. Da kann ich dann mit der Bahn wieder zurückfahren nach Sigmaringen und muss dann nicht mehr mit dem Bus fahren. Aber die Busse, die sind auch ziemlich leer. Also es sind wirklich nur ein paar Leute. Manchmal ist man auch ganz alleine im Bus. Sollte also alles kein Problem sein. Auch in der jetzigen Zeit nicht. Ja, hier hat man dann die Möglichkeit, nach Dietfurt abzusteigen. Dort gibt es wahrscheinlich auch eine Bushaltestelle. Dort rechts an dem Schild vorbei geht's runter. Die Donau ist auch noch zu sehen da unten. Weil bald, wenn die Bäume alle grün sind, dann ist das auch vorbei. Leider geht ja auch die Bundesstraße lang. Also man hört hier schon die Autos und dann könnt ihr euch vorstellen, was dann am Wochenende los ist, wenn die ganzen Motorräder unterwegs sind. Ich bin jetzt wieder unten an der Straße angekommen und so wie es aussieht, geht der Weg jetzt erstmal ein Stück an der Straße lang. Da unten geht der Fahrradweg lang. Da vorne geht es dann auch wieder runter. Ja, über die Brücke bin ich gekommen. Hier geht es dann erstmal an der Bahnlinie weiter. Hier geht es dann erstmal wieder bergauf.
gibt es wieder einen Aussichtspunkt. Ja, und da oben geht dann mein Weg weiter. Und direkt 2 Meter tiefer gibt es dann noch einen Aussichtspunkt zur anderen Seite. Ja, hier am Felsen wird dann auch geklettert. Da ist nochmal diese Ruine von der anderen Seite. So, jetzt haben wir es fast von allen Seiten. Da drüben ist der andere Aussichtspunkt, wo ich gerade war. Drüben ist der ehemalige Bahnhof Inzigkofen. Da fährt aber nichts mehr, nur noch Busse. Hier wechsle ich dann wieder die Donauseite. Schön ist es hier. Wieder ein sehr schöner Weg hier.
Wahnsinn. Schaut euch mal die Felsen an. So, nochmal von unten. Die Grotte. Und das Felsentor. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter, ich muss auf die andere Seite. So, für mich geht es da weiter hoch. Ja, wer also diese Felsenanlage hier mal sehen will, die ist bei Inzigkofen an der Donau. Parken kann man kurz hinter der Donaubrücke. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Känzele. Hier ist auch ein schöner Aussichtspunkt. So, hier gibt es dann diesen Klosterfelsenweg, 13 Kilometer, ein Rundweg, und dann kann man hier alles entdecken. Dass die immer diese Wege so aufschottern müssen. So ist es doch viel besser. Ja, es ist ganz schön was los hier auf den Wegen zum Montagnachmittag. Hier ist jetzt auch nochmal so eine Felsenanlage.
Hier ist nochmal ein Felsentor. Hier hat man nochmal einen schönen Blick ins Tal, auf die Donau. Das ist jetzt übrigens die Teufelsbrücke. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger, weil dieser Klosterweg, der bog jetzt gerade ab. Also das lohnt sich hier auf jeden Fall. Da ganz hinten kann man schon das Schloss von Sigmaringen sehen. Hier gibt es noch mal einen Abstecher zu einer Hängebrücke. Da gehe ich jetzt auch noch mal hin. Hier auf der Hängebrücke. Das ist schon eine ziemlich wackelige Angelegenheit. So, da sieht man nochmal die Hängebrücke. Die ist ungefähr 200 Meter vom Weg entfernt. Da gehe ich jetzt wieder zurück. Also das Stück jetzt ab Bahnhof in Sikofen bis hier, das war wirklich richtig schön. Es hat sich richtig gelohnt. Ja, ich denke mal, dass es jetzt bis Sigmaringen so weitergehen wird. Immer schön an der Donau entlang. Und ganz schön windig ist es hier. Gerade der Ort Leitz. Bis nach Sigmaringen sind es ungefähr noch 2,5 Kilometer. Hier gibt es auch noch mal eine Hängebrücke. So, hier kann man jetzt schön das Schloss von Sigmaringen sehen. Ja Leute, ich werde mich jetzt für heute verabschieden. Ich werde jetzt noch zum Bahnhof gehen, da steht mein Auto.
Also, bis zum nächsten Teil.